Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen beim ersten Move Electric Update in diesem Jahr. Aber zu Anfang möchte ich euch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen an alle meine Abonnenten und Videozuschauer. Ich habe jetzt gerade die 20.000 Abonnentengrenze geknackt. Das ist für mich so unfassbar. Wenn ich bedenke, ich habe im Januar 2019 lag ich bei 500 Abonnenten, im Januar 2020 lag ich bei 10.000 Abonnenten und jetzt im Januar 2021 bin ich bei 20.000 Abonnenten. Was soll dann jetzt im Januar 2022 sein? Keine Ahnung, wir werden es erleben. Aber in diesem Sinne möchte ich natürlich für euch auch weiterhin spannende Tests, Informationen und Hintergrundwissen für und über Elektromobilität liefern. Ich mache das Ganze ja nicht beruflich oder professionell, sondern das Ganze ist ja mehr Hobby und Leidenschaft. Und in diesem Sinne möchte ich euch mit dem Move Electric Update jetzt in regelmäßigen Abständen, wie groß die sein werden, muss man dann mal sehen, wie es meine Zeit halt erlaubt, immer mal wieder ein paar interessante Themen näher bringen, die mich interessieren. Und ich denke mir, wenn es mich interessiert, interessiert es euch vielleicht auch. Und deswegen wird es wieder spannend. Ich habe drei Themen für euch rausgesucht. Bleibt dran. Ja, das erste Thema in diesem Move Electric Update sind die Ladepreise. Die Ladepreisentwicklung im Jahr 2021. Und die ist ja, wie wir ja vielleicht alle schon gemerkt haben, nicht unbedingt positiv. Ich meine, gut, die CO2-Abgabe hat auch dafür gesorgt, dass jetzt bei Benzin und Diesel ein deutlicher Preisaufschlag zu sehen ist. Benzin hat irgendwie um 7 Cent der Liter zugelegt und bei Diesel sind es so rund 8 Cent, die der Liter jetzt gestiegen ist zum Jahreswechsel. Und da könnte man sich jetzt ja als Elektroautofahrer freuen und denken, juhu, da wird der Abstand ja zwischen den Strompreisen und den Benzinpreisen noch größer und das Elektroautofahren wird noch deutlich günstiger, als mit Benzin oder Diesel unterwegs zu sein. Aber weit gefehlt, auch bei den Ladepreisen für Elektroautos, da geht die Preisschraube immer weiter nach oben und die Tarife sind teilweise inzwischen so teuer, dass es geradezu absurd ist. Ich habe euch mal einen Überblick über die aktuellen Ladepreise, die jetzt seit 1. Januar gelten, für die gängigsten Anbieter zusammengestellt. Ja, und hier sehen wir, dass bei Plug Surfing jetzt ein Einheitspreis gilt für Wechselstrom und Gleichstrom, nämlich für Wechselstrom die 49 Cent die Kilowattstunde und für Gleichstrom Schnellladung die 69 Cent die Kilowattstunde. Das alleine ist ja schon teuer genug, aber wenn wir jetzt mal auf Ionity gucken, da schlagen sie jetzt richtig zu und Ionity kostet jetzt 1,09 Euro die Kilowattstunde. Das ist dermaßen absurd, dass es eigentlich, man kann es nur als Ionity-Verhinderungspreis oder Strafgebühr bezeichnen. Und wahrscheinlich werden wir uns dann über kurz oder lang vom Plug Surfing als großen Roaming-Anbieter verabschieden müssen. ADAC Charge, ein Service nur für ADAC-Mitglieder, ist momentan tatsächlich einer der günstigsten Anbieter, denn dort kostet eine Wechselstromladung pro Kilowattstunde 29 Cent und bei Gleichstrom-Schnellladen sind es 39 Cent. Ionity hat man komplett rausgeschmissen. Das deckt sich mit ENBW Mobility Plus, ist im Prinzip ja auch der gleiche Service. Beim ADAC ist es deswegen billiger, weil ja noch die Monatsgebühr für eine ADAC-Mitgliedschaft dazukommt. Das sind ungefähr 4,50 Euro. Das entspricht im Prinzip auch dem Vielladertarif von ENBW. Wenn man den abschließt für 4,90 Euro, glaube ich, sind es im Monat, dann hat man dieselben Konditionen wie beim ADAC. Also das ist im Prinzip egal, welche Option man wählt. Wenn man eine Grundgebühr wählt, wird es etwas günstiger. Last but not least der VW Recharge Service für ID3-Besitzer, das werden ja immer mehr. Dort kann man zwar AC und DC nur nach individuellen Tarifen laden, je nach Ladeanbieter, aber bei Ionity wird es etwas günstiger und dort liegt man bei 55 Cent die Kilowattstunde. Allerdings kostet die Recharge-Karte jetzt 9,99 Euro einmalig und gilt auch nur für 12 Monate. Und dann haben wir noch die Ladetarife der Schnellladeanbieter, wie zum Beispiel Tesla. Tesla hat 20.000 Supercharger-Ladepunkte in ganz Europa und bietet dort bis zu 250 kW Ladeleistung und verlangt tatsächlich für die Kilowattstunde 33 Cent. Demgegenüber steht Fastnet aus den Niederlanden, die in Deutschland inzwischen 17 Standorte haben, die sie dieses Jahr auch noch weiter ausbauen wollen. Und dort kostet die Kilowattstunde im Standardtarif 59 Cent. Auch Allego mit ihren mehr oder weniger funktionierenden Ladesäulen, wir können da vielleicht alle ein Lied von singen, bieten einen Preis von 59 Cent. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der Haushaltsstrom so ungefähr bei 30 Cent die Kilowattstunde liegt,
dann wird das Laden außerhalb der eigenen Garage zunehmend unattraktiv. Und auch gerade für Elektroautofahrer, die auf der Langstrecke unterwegs sind, sind die aktuell aufgerufenen Preise für Schnelllader auch gerade am Ionity-Netz nahezu absurd. Übrigens wird der Liter Diesel immer noch mit 18 Cent pro Liter subventioniert. Das könnte man doch eigentlich abschaffen und damit für bezahlbare Ladepreise sorgen. Kommen wir zum nächsten Thema. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag gemacht, und zwar im Rahmen des Klimaschutzpaketes 2050. Die EU-Kommission schlägt nämlich Standards für nachhaltige Batterien vor. Im Prinzip ist das Ziel der vorgeschlagenen Verordnung, dass alle Batterien und Akkus, auch gerade eben bei Elektroautos, die in der EU in Verkehr gebracht werden, über ihren gesamten Lebenszyklus nachhaltig und kreislauforientiert erzeugt und betrieben werden müssen. Im Prinzip müssen sie zu 100% gesammelt, umgenutzt, zum Beispiel Second Life, oder recycelt werden. Am Ende der Lebensdauer soll sichergestellt sein, dass keine Batterie im Abfall landet, sondern stattdessen wieder aufbereitet wird und die in der Batterie enthaltenen wertvollen Materialien wieder in den Kreislauf gelangen. So, und ab dem 1. Januar 2030 soll im Prinzip sogar jede Batterie, die in Europa in Verkehr gebracht wird, ein Mindestgehalt an recycelten Materialien enthalten. Das sind zum Beispiel im Vorschlag ab 1. Januar 2030 12% Kobalt, recycelt, 85% Blei, das betrifft die Starterbatterien, keine Elektroauto-Akkus, da ist kein Blei drin, 4% Lithium und 4% Nickel. Das sind jetzt leider noch sehr niedrige Werte, aber 5 Jahre später, zum 1. Januar 2035, schlagen sie vor, dass die Werte weiter angehoben werden. Und zwar auf 20% recyceltem Kobaltanteil, 10% recyceltes Lithium und 12% recyceltes Nickel. Grundsätzlich ist das sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung und die Materialien wieder zu verwerten ist ja im Prinzip auch genau das, was wir als Elektroautofahrer immer wieder sagen. Nur so schaffen wir eine Kreislaufwirtschaft und das ist die Chance, die Elektromobilität bietet, nur sie muss eben genutzt werden. Und solange die Rohstoffpreise immer weiter fallen, wie im Moment, gerade auch Lithium ist jetzt zum Jahresende wieder billig geworden wie noch nie, solange die Rohstoffpreise weiter fallen, wird natürlich der finanzielle Anreiz, der betriebswirtschaftliche Anreiz, diese Materialien zu recyceln, auch für die Autohersteller immer geringer. Das heißt, eigentlich kann es der Markt nicht regeln, sondern die Hersteller müssen gezwungen werden. Und da ist natürlich so eine EU-Verordnung ein Weg. Ob jetzt genau diese Verordnung mit diesen Zahlen der beste Weg ist, das muss man sehen. Ich fürchte halt, dass in diesen Zeiträumen, in denen das jetzt greifen soll, das sind ja noch über 10 oder 15 Jahre, dass bis dahin auch die Batterietechnologie so viel Fortschritte machen wird, dass eventuell sogar ganz andere Materialien in diesen Akkus vorkommen. Stichwort Kobalt wird immer weiter reduziert, Nickelanteil wird erhöht. Also eventuell auch mit Magnesium, weniger Lithium, was auch immer. Das muss man sehen. Von daher Schritt in die richtige Richtung, aber ich fürchte, die EU-Kommission hechelt den Ereignissen leider immer nur wieder hinterher. So, und nun die interessante Frage, welcher Autohersteller dominiert den Markt für Elektroautos in Europa? Ratet mal. Die Antwort wird euch vielleicht überraschen, mich hat sie ein bisschen überrascht. In Europa wurde ja im Jahr 2020 wurden 11 Millionen Pkw neu zugelassen und davon waren immerhin 1 Million mit Stecker, das heißt 10%. Mit Stecker heißt aber nicht reine Elektroautos, sondern da sind auch Plug-in-Hybride dabei. Reine Elektroautos wurden in Europa 562.000 zugelassen, die Zahlen sind von Ende November, im Dezember kam ja nochmal ein Sprung dazu, aber die liegen mir heute noch nicht vor. Zumindest mit den Ende November-Zahlen kann man schon mal sagen, dass Platz 1 bei den Zulassungen in Europa tatsächlich der VW-Konzern einnimmt. Denn bis Ende November wurden aus dem VW-Konzern 128.000 reine Elektroautos zugelassen plus 93.000 Plug-in-Hybride. An der Gesamtzahl der Zulassungen des VW-Konzerns machen reine E-Autos 5,3% aus. Ist doch schon mal ganz ordentlich dafür, dass die doch eigentlich gefühlt gerade erst vor ein paar Monaten angefangen haben. Man darf nicht vergessen, E-Golf und E-Up gibt es halt auch schon länger. Im gesamten europäischen Markt steuert VW damit so rund 20% der Elektroautos bei. Und wie verteilt sich das jetzt im gesamten Konzern? Weil VW ist ja nicht nur VW, sondern da sind ja noch andere Marken dabei. Volkswagen selbst
Also VW als Marke steuert zwar den Löwenanteil dabei, das sind also 73.016 reine E-Autos. Aber dann gibt es noch Audi, die haben 29.792 E-Autos zugelassen. Bei Skoda sind es 10.256, Porsche immerhin 8.766 Einheiten und Seat 6.204 Einheiten. Ausreißer ist Bentley, die bringen es auf null. E-Autos, sie haben halt keins, aber immerhin 209 Plug-in-Hybride von Bentley. In der Summe beherrscht also die Marke Volkswagen den europäischen Automarkt. Volkswagen, wie gesagt, ist ja ein Konzern. Und wie sieht das jetzt mit den Verfolgern aus? Platz 2, Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz, die haben 109.219 E-Autos zugelassen, reine E-Autos in ganz Europa. Damit bringen die es auf 10,9% reiner Elektroautos in ihrem Gesamtabsatz. Das heißt, alle Autos, die von allen Autos, die Renault, Nissan, Mitsubishi gesamt verkaufen in Europa, sind über 10% Elektroautos. Ist schon mal ein sehr ordentlicher Wert. Und das entspricht mehr als dem doppelten Anteil, den VW in seinem Konzern prozentual erreicht. Wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, dann sieht man sogar, dass Renault, also alleine Renault als Marke, 83.050 von den insgesamt 109.000 Elektroautos an Zulassung beigesteuert hat. Und damit ist Renault eigentlich als Marke für die meisten Elektroautos in Europa verantwortlich. Dacia übrigens, die jetzt ja in diesem Jahr ein super günstiges Mini-SUV-Elektroauto auf den Markt bringen wollen, die wurden bis Ende November leider nur mit einem einzigen Auto berücksichtigt. Wahrscheinlich hat das irgendeiner im Werk dort zugelassen. Aber im Jahr 2021 könnte das nochmal die Zahlen deutlich verändern. Hyundai und Kia liegen übrigens auf Platz 3 und bis Ende November haben die beiden Hersteller es auf über 80.000 Elektroautos in Europa gebracht. Und Tesla, von dem wir alle dachten eigentlich, die müssten doch viel weiter oben liegen. Nein, die liegen nur auf Platz 4, denn die haben in Europa 69.495 Elektroautos zugelassen bis Ende November. Das entspricht einem Anteil am Elektroautomarkt von 6,6%. Aber auch das bei Tesla wird sich mit Sicherheit in diesem Jahr oder in den nächsten ein, zwei Jahren deutlich verändern, wenn die Gigafactory in Grünheide an den Start geht und die, wie geplant, die erreichten 500.000 Einheiten dort wirklich produzieren können. Die werden sicherlich nicht alle für Europa sein, aber ein großer Teil davon. Und wenn die Qualität stimmt, wenn der Preis stimmt und vor allem, wenn das Auto stimmt und bei Model Y kann ich mal voraussetzen, dass es stimmt, dann wird das den Markt hier in Europa sicherlich nochmal deutlich aufmischen. Ja, das war mein erstes Move Electric Update für dieses Jahr. Ich hoffe, es werden noch viele weitere Folgen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.